Hallöchen und willkommen zurück hier in Henfordernbergli bei unserer Landhaus-Leben-Teen-Rex-to-Riches-Challenge und unserer lieben Kayla, Raoul, Gwen und Lavina. Wir haben ja gemeinsam im Stream unser Farmhaus renoviert. Oh mein Gott, Leute. Also erstmal auch nochmal, als ich das hier aufnehme, steht der zweite Stream erst bevor. Nochmal ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für alle, die beim ersten Stream dabei waren und mich schon so krass supportet haben. Also ich hätte es nicht gedacht. Es macht mir auch mega Spaß. Also wir werden jetzt auf jeden Fall immer jeden Freitag auf Twitch ab 19.30 Uhr gemeinsam streamen. Und es war auf jeden Fall sehr erfolgreich. Es ist richtig schön geworden. Wir hüpfen direkt rein, aber ich habe dann hier ein Thumbnail machen wollen und dann ging natürlich schon Kaylas Job los. Das heißt, wir werden jetzt zu Kayla natürlich reisen, die schon unterwegs ist auf ihrem schweren Geisteraustreibungsjob. Ich bin gespannt. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir schon mal ein Expertenlevel gemacht hatten. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht. Also, wir lassen uns jetzt hier auf jeden Fall überraschen. Kayla, du Gude. Natürlich brauchen wir jetzt hier bitte erstmal dein Ghostbusters-Outfit. Das war der falsche. Wir nehmen den Dresser bitte. Und dann geht's hier rein in den Job, ja? Ich habe das Gefühl, sie ist aber auch ein bisschen... Sie hat ein bisschen zugelegt, ne? Hör mal, ich dachte zuerst so... Die ist doch... Nee, schwanger ist sie nicht. Schwanger ist sie nicht. Was ist denn da mit dem Grabstein? Sie haben recht... Weil über den Tod gesprochen. Es wird besser für mich. Ich habe so viele schöne Erinnerungen, auf die ich mich jetzt konzentrieren kann. Ja, das ist true. Tod ist zwar immer traurig, aber ja, es ist halt, wie es ist. Okay. Wo sind wir hier überhaupt? Ist das Oasis Springs? Ja, ne? Eine Nachbarschaft, in der ich fast noch nie gespielt habe. Gut, auf jeden Fall klopfen wir mal an. Irgendwie interessante Hütte. Ich bin sehr gespannt, was uns jetzt erwartet. Hello. Kayla ist im Einsatz. Jawohl. Wir sind im Einsatz. Stell dich mal fröhlich vor. Bin froh, dass du hier bist. Ja, kann ich mir vorstellen. Wo drückt denn der Schuh? Hä? Wo sind denn die Geister? Lass uns mal beschwichtigen. Erinnern, dass du eine Zertifizierung... Ja, beschwichtige ihn mal. Brauchst gar keine Panik haben. Wir sind jetzt da und am Start. Hör mal, hier alle Zubber, ja. Sehr schön. Sie ist hundemüde. Haben wir noch einen Schlafersatz? Schlafersatz it is, ja. Wir haben aber, glaube ich, bestimmt genug Punkte. Aber wir haben locker genug Punkte, um ihren Schlafersatz zu holen, weil sonst wird das hier, glaube ich, schwierig. Ich habe keinen Bock, dass sie sich jetzt die ganze Zeit versucht, hier ins Bettchen zu knallen. Nur weil sie müde ist ohne Ende. Genau. Perfekt, okay. Fit ist sie wieder. Supi. Jetzt müssen wir natürlich hier mal gucken, was hier Sache ist. Ah, guck mal, hier ist schon was gespawnt. Da ist schon eine Puppe. Die kommt erstmal weg. Ja, schön. Freut uns. Genau. Wir kümmern uns jetzt um deine Hütte und schauen, dass hier alles geisterfrei wird. Also, mal gucken. Bisher ist es ruhig, ne? Würde ich behaupten. So. Wir warten einfach mal. Ich glaube, das braucht halt alles auch immer ein bisschen Zeit zum Spawnen. Ich glaube, das dauert immer ein wenig. Gott, du bist aber auch irgendwie ein armer Kerl, habe ich das Gefühl, ne? Redet man noch über Interessen. Und ja, beschwichtige ihn nochmal. Sag ihm nochmal, hey, gar keine Panik, alles gut. Wir machen das hier. Können wir sonst noch irgendwie interagieren? Gibt es noch irgendeine andere? Nö, ne? Nö. Nö. Gibt nicht. Ist aber nicht schlimm. Wir warten einfach und gucken, was passiert. Wir werden ja auf jeden Fall auch mindestens die Zeit absitzen. Also von daher alles tutti. Und was spawnt, werden wir entfernen. Aber das ist bisher für mich persönlich ehrlich gesagt kein Expertenjob, ne? Guck mal, du kannst ja mal hier einen Seance-Kreis machen, Schätzekind, anstatt da irgendwelchen Blödsinn zu kochen. Und dann kannst du ja mal eine Zeremonie durchführen. Kayla im Einsatz, Leute. Kayla im Einsatz. Uiuiuiuiuiui. Also. Mal gucken. Sollte aber eigentlich klappen. Sie hat sich ein bisschen Mucke angemacht. Das ist in Ordnung. Also,
ist schöne Musik, aber ich glaube, ich mache die mal ein bisschen aus. Ich weiß, ich glaube, mit den Sachen habe ich immer Probleme, glaube ich, mit den Lizenzen auf YouTube. Also, sie macht da jetzt auf jeden Fall mal die Zeremonie. Wir gucken gleich mal, ob die... da ist was gespawnt. Ob die erfolgreich wird. Und dann kann sie hier noch die Hände entfernen. Also bisher, wie gesagt, ist das so... Easy going, ja? Was ist denn hier los? Gar kein Problem für uns. Für uns Meisterin der Geisterbeschwörung. Und wieso hast du ja schon wieder ein anderes Outfit an? Das ist egal. Das ist egal. So, da ist noch so ein Kreis gerade gekommen. Also mysteriöse Symbole. Kann... sollen wir hier noch irgendwas machen? Spricht mit den Lieben dahingeschrieben. Vielleicht teilen sie ihre Weisheit mit dir. Ja, komm, mach mal. Wir beschäftigen uns irgendwie ein bisschen. Bis wir halt hier diesen Job abgesessen haben. Weil wirklich zu tun haben wir hier ja nicht, ne? Sehr gut. Das haben wir auch erledigt. Also bisher läuft es. Mal gucken, ob es noch ein bisschen mehr wird. Es kann natürlich auch sein, dass es irgendwie mit der Uhrzeit auch so ein bisschen geht, ne? Dass das dann erst so im Laufe der Nacht sozusagen halt intensiver wird, ne? Wir gucken mal. Wir gucken mal. Wir lassen sie jetzt hier mal mit den Dahingeschiedenen kommunizieren. Mal schauen, ob das was bringt, ob da was kütt. Bitte beschreiben... Na, Moment. Hey, bevor du gehst, kannst du bitte beschreiben, wie Eiscreme schmeckt? Es ist so lange her. Ja, gar kein Problem. Lecker! Ist es lecker? Ist es lecker? Oh, Eis werde ich, glaube ich, heute auch noch essen. Ich finde es so schön, Leute, dass es im Moment jetzt immer schöneres Wetter wird. Ach, so herrlich. Ich bin einfach ein anderer und besserer Mensch, wenn schönes Wetter ist. Was haben wir hier jetzt? Pure Melancholie. Kayla wollte mit den Dahingeschiedenen sprechen, aber sie übermitteln nur ihre Gefühle. Alright. Okay. Also bisher ist unser Balken natürlich schnell... Ah, da ist noch was gespawnt. Ist unser Balken nicht voll. Ah, da ist auch noch was. Oh, jetzt geht's aber los. Jetzt geht's aber los hier. Jetzt aber schnell. Schnell. Oh, super. Das ist schon mal fast die Hälfte des Balkens. Nun gut. Wir kriegen schon irgendwie die Nacht rum. Brauchst du sonst noch irgendwas, Kind? Nö, ansonsten jede Diode. Fit bist du ja jetzt auch, weil ich hab dir ja... Guck mal, du kannst ja sonst, weil du jetzt Langeweile hast, spirituelle Votalität spüren. Mach das mal bitte. Können wir die da auch verjagen? Das sind Fledermäuse, gell? Nö, können wir nichts mitmachen. Okay. Gucken wir nochmal, was das Haus jetzt so sagt. Falls irgendein Zweifel bestand an diesem Ort, spukt es noch immer. Okay. Endet in einer Stunde. Oh, stopp. Langsamer. Entfernen, bitte. Haben wir noch irgendwo jetzt? Also, wie gesagt, ich entferne halt alles, was ich sehe. Viel ist es halt nicht, ne? Da ist auch noch was. Machen wir das noch bitte weg. Sehr gut. Also ich glaube, das wird keine volle Bezahlung. Aber ich kann halt natürlich auch nichts dafür, wenn hier nicht so viel spawnt, wisst ihr? Ist ja gar nichts da, was ich wegmachen kann. Guck mal, du kannst ja aber nochmal eine Zeremonie durchführen. Gucken wir mal. Gucken wir. Aber wie gesagt, also auch die richtigen Geister und so hatte ich ja jetzt auch gar nicht mehr, witzigerweise. Nicht rechtzeitig abschließen. Geschlagen. Ja, toll, danke. Was soll ich dazu sagen? Es war ja nix da. Es war ja nix da. Vor allem, man hätte uns ja wenigstens für die Hälfte bezahlen können. Hallo? Ist auch ein bisschen unfair, ne? Also, geht's noch. Null Simoleons dafür, dass wir uns die ganze Nacht um die Ohren geschlagen haben. Ich glaube, es geht los, hey. Ach, weißt du was? Ja, da ist alles super, aber dann geh doch mal Futter verstreuen. Guck mal, 6 Uhr morgens, pünktlich ist sie zurück. Abgehen. Okay, sie ist pünktlich zurück, um die Hühnchen zu versorgen. Sehr schön. Dann machen wir ein bisschen Weiterentwicklung bei den Flänzles. Ist auch super. So, dann kriegen die direkt schon mal ihr Futterchen morgens früh. Da haben wir das auch schon mal im Griff. Ist doch toll. Also, wie ihr sehen könnt, im Garten haben wir Probleme von der Seele reden. Mach das mal. Ja, ja. Wieso ist das eigentlich mittlerweile auf Englisch? Niemand weiß es, man munkelt. Auf jeden Fall haben wir das ja jetzt super, super... Oh, guckt euch das Haus an. Ich habe seit dem Stream nicht mehr gesehen und ich finde es immer noch wunderschön. Oh, guckt euch das Haus an. Okay,
Sekunde, diese Tür wollte ich für Gwen aktuell noch abschließen, weil ich nicht möchte, dass sie da rumhüpft. Die Erwachsenen meinetwegen, aber für Gwen soll das bitte noch nicht. Schätzeken, du musst jetzt gleich in die Schule. Wieso bist du so müde? Mach mal schnell noch ein Nickerchen. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Hast du gemacht. Gutes Kind. Raoul, wie geht es dir? Ja, mal alle den Buddha, wa? Um Kuda. So, alles supi. Wir haben übrigens, wir haben ja den Flügel hier geholt. Ich finde den so schön. Und dann müssen wir nochmal gucken, kann sie üben? Sie kann tatsächlich schon den Flügel bedienen. Den kann sie noch nicht bedienen, genau. Das heißt, sie muss dann erst Geigenfähigkeit üben und dann kann sie später E-Gitarre machen. Finde ich auf jeden Fall super. Machen wir mit ihr. Und ansonsten ist die Hütte halt immer noch ziemlich geil. Ich lieb's. Guckt es euch an. Hier ist noch ein bisschen leer, ne? Habe ich ja auch im Stream gesagt, weil ich hatte, irgendwann war ich auch echt müde. Also wir haben ja über 3 Stunden gestreamt und ist schon ein bisschen anstrengend. Es macht mega Spaß, aber es ist schon ein bisschen anstrengend. Ich sehe auch gerade, ich habe hier irgendwie unterschiedliche Holzböden liegen. Ach, egal. Egal, Leute, egal. Es ist auf jeden Fall richtig, richtig gemütlich geworden. Ich finde es super, super schön. Aber es wird bestimmt nochmal das ein oder andere Detail folgen. So gutes Kind. Guck mal, hier ist es ist kaputt. Kannst du reparieren? Bitte, danke. Raoul, musst du heute arbeiten? 23 Stunden bis zur Arbeit. Das heißt, du hast ein bisschen Zeit. Ja, das ist doch super. Dann geh doch mal hier staubsaugen, bitte. Und dann müssten wir mal gucken, Pflanzen abernten. Yo. Kannst du mal hier noch Futter verstreuen gehen? Die fressen ja wie... Ne? Und so. Hier auch nochmal. Und da auch noch den Stall säubern. Sehr gut. So, die Kleine. Du musst zur Schule. Du musst zur Schule, bitte. Gehen Sie zur Schule, bitte. Alles klar. Auf wie geht's? Sehr schön. Ich lasse sie heute mal Freundschaften schließen. Ja. Wow, Level 8 schon der Geschicklichkeit. Wahnsinn. Genau, ich möchte ganz gerne, dass Gwen auch ein paar Freunde irgendwie kennenlernt in der Schule. Das wäre ja schon süß. Wäre mir auch wichtig, dass das auf jeden Fall vorangetrieben wird. Guck mal, Schätzeken. Mach mal hier Selbstreinigung, bitte. Wir werden die Sachen jetzt auch alle mal so Stück für Stück mal verbessern. Weil dafür... A, ist sie halt schon einfach so gut und B, ja, wir haben die ganzen Teile im Inventar rumchillen, ne, hier 19 Stück, da müssen wir ja auch irgendwann mal was mitmachen. Eine Flasche Milch, die ist noch gut, stellen wir die mal schnell in den Kühlschrank, bitte. Ach, guck mal hier, seht ihr, hier hängen noch die, sind noch die letzten Abzeichen, die hängen wir natürlich hier noch an der Wand. Sekunde. Das da, war das da unser erster Platz? Ach, jetzt geht das schon wieder nicht. Können Sie das in der Welt platzieren? Okay, wir lassen sie das mal abschließen. So, du gehst zu den Hühnchen. Ah, nach der Schule, wenn Gwen wieder da ist, werden wir eine Kuh kaufen. Unbedingt. So, dann düng den doch bitte mal. Dankeschön. Sehr gut. Aber wir haben nichts zum Ernten im Moment, ne? Dann überred mal nicht, die Blattnerven zu verlieren. Genau. Und hier das Eck, das vergesse ich immer. Ja, da musst du die verwelkte Pflanze entsorgen, leider. Und dann alle gießen. Perfekt. So kümmert sich Raoul hier ein bisschen um die Gärtchen. Was ist mit Lavina eigentlich? Oh, die ist mit Snacks dran. Schön. Oh nein, Snacks ist schon wieder krank. Okay, pass auf. Dann geht jetzt diesmal Lavina mit Snacks zum Tierarzt. Oh, wie geht's? Er ist schon wieder krank. Ah, und die Hochzeitsfotos müssen wir aufhängen. Es gibt ein paar Kleinigkeiten zu erledigen, liebe Leute. Gehst du jetzt mit ihm zur Tierklinik, bitte? Scheint irgendwie nicht zu gehen. Was möchtest du? Hey, ich habe gehört, dass du Simon Scott und du jetzt Freunde seid. Ja, ja, wunderbar. Ist total toll mit Simon Scott. Okay, warte. Zur Tierklinik bringen. Kannst du ihn bringen? Ja, sie kann ihn bringen. Okay, keine Ahnung, warum das bei Lavina nicht funktioniert. Ist egal, wir gehen schnell zur Tierklinik. Heieieiei. Also das mit dem Leckerchen scheint ja auch nicht wirklich was bisher gebracht zu haben. Snacks ist halt sehr anfällig. Ist halt so, ne? Es gibt halt solche und solche Tierchen, auch wie bei den Menschen. Manche sind halt öfter krank und manche halt weniger oft krank. Ich muss mal gerade was trinken. Die Tierklinik, unser zweites Zuhause. Ja, ist okay. So, zur Behandlung anmelden, bitte. Oh je, die ist auch krank. Mei. Sarah, wir haben kürzlich darüber gesprochen, ein Baby zu bekommen. Ihr habt gerade erst eins gekriegt. Das solltest du diesmal wirklich selbst entscheiden, ne? Also, ihr habt gerade eins gekriegt, musst du jetzt wissen, ob du dir das antun willst. So, alright, jetzt warten wir auf den Tierarzt.
Gwen hat Fabio in der Schule getroffen. Wie schön. Ein Fabio. Na, das wäre ja in diesem Let's Play auch eine schöne Sache. Manuel, entschuldige, dass ich dich störe, aber ich habe gehört, Spenden und so weiter. Naja, das Haus ist ja jetzt renoviert. Und wir sind ja wirklich gute Menschen. Deswegen spenden wir. Es geht mir nicht um den Ruhm, sondern um den guten Zweck, ne? Keine Ahnung. Vielleicht haben wir ja eine Tierorganisation gespendet oder... Keine Ahnung. Zur Erhaltung unseres wunderschönen Landlebens. I don't know. Und Aaron hat sie getroffen. Schön. So, wie schaut's aus hier? Kümmert sich mal bitte jemand um unseren Snacks? Das wäre hervorragend. Liebe spüren, mach das mal. Wir müssen ja warten. Umarmen. Nur gib ihm mal ein bisschen Trost. Mensch. Achso, jetzt müssen wir gerade mal warten. Da war gerade irgendwas mit Tierarzt. Ah, da kommt der... An den Tierarzt Leckerchen geben. Da ist die Tierärztin. Okay, super. Okay, super. Auf wie geht's? Okay, er mag sie echt gar nicht. Erinnert mich so ein bisschen an unseren Großen. Unserer kleinen, also wir haben ja zwei Hunde, ne, für die, die es nicht wissen. Boy, wir sind gerade in der Tierklinik. Auf jeden Fall, was ist jetzt hier eigentlich los? Geht's irgendwann mal vorwärts? Toll, diesmal läuft es hier wieder richtig. Es läuft so richtig. Stell dich mal freundlich vor. Vielleicht, wenn wir eine bessere Beziehung zu der haben. Können Sie jetzt bitte unser Tier behandeln? Na, es wird schon irgendwann vorwärts gehen. Auf jeden Fall haben wir ja zwei Hunde. Und unser Großer, der geht echt auch überhaupt nicht gerne. Jobangebot, nein, danke. Überhaupt nicht gerne zum Tierarzt. Aber unsere Kleine, der ist alles egal. Die ist relativ abgehärtet. Super, ich glaube, jetzt geht's vorwärts. Ajo, jetzt geht's vorwärts. Gehen Sie mal dahin. Genau, also der Kleinen ist alles egal. Ich habe jetzt den Anruf da ignoriert. I don't care. I don't care, Leute. I don't care. Snuggy. Gott, du armes Ding. Leichte Repugnitis. Natürlich die teure Behandlung. Für dich nur das Beste. Weißt du Bescheid. So, kriegst du direkt noch hier ein Leckerchen rein. Zack, einen Wellnesshappen. Und dann kaufe ich direkt noch mal ein paar Wellnesshappen nach. Wenn wir schon mal hier sind, ne? So, jetzt gucke ich mal gerade. Wiederbeleben. 2500. Also, ja, wird auf jeden Fall traurig, wenn er irgendwann stirbt. Apropos, wir wollten für Gwen noch einen Hund holen. Ich hatte eigentlich, glaube ich, gesagt, dass wir den Hofhund holen, wenn sie ein Kind wird. Aber wir können es ja auf Preteen schieben. Ich hoffe, das ist okay für euch. So. Stoppt dauerhaft den Alterungsprozess bei Nagern. Wirkt sich auf die Verdauung. Gastropepper. Ich nehme das jetzt einfach mal mit. IQ bei Nager? Nee. Eine echt warme Decke. Es stinkt. Du stinkst. Die ganze Welt wird stinken. Für jedes Tier und Nebenwirkungen hat es auch Gaumenfreude. Ja, nehmen wir mit. Verjüngungshappen. Ja, den könnten wir mal mitnehmen. Und dann nochmal 5 von diesen Wellnesshappen. Alter Schwede. Über 1300 Simoleons beim Tierarzt gelassen. Fühlt sich fast an wie in real life. Okay. Auf geht's zurück. Es geht zurück. Es geht zurück. Leider, leider. Aber ich bin echt sehr, sehr glücklich. Unser Farmleben ist, wow, ist wirklich richtig erfolgreich inzwischen. Mal gucken, ich weiß gar nicht, wir sind, glaube ich, irgendwie gerade in der Herbst- oder Wintersaison, ne? Deswegen ernten wir auch nicht so viel. Aber es ist auch nicht so schlimm. Also wir haben ja Kohle genug, also uns geht's gut. Aber natürlich ist ja das Ziel der Rex to Riches, 100.000, glaube ich, zu besitzen in bar. Und vom Haus her müssten wir das Ziel eigentlich schon erfüllt haben. So, du hast ja gerade erst, guck mal, bürste ihn mal. Vielleicht sollten wir ihn auch öfter bürsten. Vielleicht hilft es auch. Und dann knutscht ihn nochmal ab. Sehr schön. So, unsere kleine Gwen ist zurück. Gwen, du stinkst. Ja, dann gehen's halt duschen. Gehen sie duschen. Danach musst du deine Hausaufgaben noch machen. Aber wir kaufen dir auch... eine Kuh. Das machen wir jetzt auch gleich. Sehr schön. Sehr gut. Sie ist unter der Dusche.
und danach kann sie jetzt auch auf jeden Fall erstmal den Stall sauber machen und dann ein Tier kaufen. Wir nehmen eine schwarze Kuh. Yay! Hallo! Unsere erste Kuh hieß Bertha, richtig? Jo. Dann gib ihr danach mal ein Leckerchen, dann erhalte mal einen Kuh-Tipp und dann brauchen wir einen Namen. Clara. Clara finde ich irgendwie... Na. Na. Was können wir denn machen? Was können wir denn... Der ist zwar geklaut, aber ist hoffentlich nicht so schlimm. Und zwar gibt es ja so einen australischen Simmer, der James Turner. Ich weiß nicht, ob ihr den zwischendurch auch mal guckt. Der hatte nämlich eine Kuh, die hieß Cautrina. Und ich finde den Namen geil. Der fällt mir jetzt gerade so ein. Ich habe den lang nicht mehr geguckt, by the way. Könnte ich mal reingucken, was er aktuell so macht. Auf jeden Fall Cautrina finde ich super. Sehr schön. Okay, sie kümmert sich jetzt hier um die Kuh. Finde ich ganz toll. Danach kannst du die auch mal putzen. Und dann noch mal ein bisschen Kontakte knüpfen. Und dann kümmern wir uns auch... Haben wir denn noch Leckerchen? Nee, haben wir nicht. Hat Kayla noch Leckerchen? Ich glaube, ja. Das ist ein würziges und das sind Freundschaftsleckerchen. Guck mal, pass mal auf. Dann gibst du der Kleinen mal davon ein paar ab. Ich finde das so toll, dass die Kids tatsächlich halt auch mit den Tieren so viel interagieren können. Das haben sie so, so gut bei dem Pack gemacht, als das entwickelt wurde. Das ist der absolute Hammer. Okay, Sekunde. Wir hängen jetzt hier unbedingt noch das Bild auf. Weil deswegen habe ich ja hier diese zwei Lämpchen hingehangen. Lass mal gerade gucken. Wie süß! Okay, aber ich glaube, ich hätte ganz gerne das Bild von den beiden. Also, ne? No front und so. Schwiegermutti, ja, auch wichtig. Ach, das ist ein kleines Bild. Oh, haben wir davon überhaupt ein großes Bild? Bitte, wir haben davon ein großes Bild. Ja, wir haben ein großes Bild davon. Das ist toll. Okay, können wir dem jetzt noch einen Rahmen geben? In weiß. Oh mein Gott, wie schön. Okay, warte, das hängt aber nicht ganz mittig. Ich muss noch mal kurz in den Baumodus. Yes, baby. Oh, ist das toll. Es war echt die beste Idee, das unbedingt zu machen. Tatsächlich halt die Fotos. Ganz ehrlich, ne? Man macht das viel, viel zu selten. So, wir haben noch ein Foto. Das war ja noch so ein kleines. Lass mal gerade gucken. Das war ja das hier. Ja, ich werde jetzt, glaube ich, hier die anderen, ich werde die jetzt löschen. Es ist super schade, aber es bringt ja nichts, dass wir hier so Fotos mit einem schwarzen Bilderrahmen hängen haben, wisst ihr? Mega schade, aber ist halt wie es ist. Wir können das auch da hinstellen? Und Lavina liegt in unserem Bett. Dinge, die ich noch nicht wusste. Können wir das da hin? Ah ne, es hängt trotzdem an der Wand, ne? Es sieht nur so aus. Nee, es glitscht da drauf. Ah. Ja, ich will es ja aufhängen. Ich will es aufhängen. So, das da kriegt auch einen Rahmen in dunklem Holz. Schön. Das haben wir nur in groß, ne? Okay, dann hängen wir das. Oh, wisst ihr was? Wir hängen eins in den Flur. Das Farbfoto. Machen da auch noch einen Rahmen dazu. Schön. Und Lavina kriegt bei sich ins Zimmer von ihrem Boy und sich... Hängen wir dahin, das muss ich gleich nochmal korrigieren. Und machen den in hellem Holz. Oder wir hängen es da an die Wand. Da hängt es auch schön. Da hängt es gut. Da hängt es super. Tolle Sache, tolle Sache. Okidok. Können wir jetzt. Das Mehl geht in den Kühlschrank. Das geht auch in den Kühlschrank. Supi. Das Slablet. Das gehörte eigentlich mal der Kleinen, ne? Dass manche Dinge aus dem Inventar nicht rausgehen, ne? Ganz komisch. Ganz komische Sache. Ach, hier ist noch Dekokram. Sekunde. Ach, guck mal, wie schön. Die zwei hängen hier und chillen gemeinsam im Zimmer ab. Ist ja auch ein Traum. Ist ein bisschen groß, ne? Können wir die so auf den Boden stellen? Das sieht auch aus, ne? Dann bräuchten wir da vielleicht doch noch eine Kommode. Weil ich will den Geisterstuff im übrigen Haus jetzt nicht unbedingt stehen haben. Okay, warte mal kurz. Wir brauchen noch eine kleine Kommode, sowas Schmales.
Sekündchen, Sekündchen, wo sind wir denn? Wir haben gleich eine halbe Stunde voll. Also ich muss sagen, es entwickelt sich alles wirklich total super. Ich bin mega happy mit allem. Mir macht's voll Spaß, euch hoffentlich auch. Machen wir ein Regal oder machen wir eine Konsole? Ich guck jetzt mal. Beistelltische vielleicht. Hier sowas ganz Schmales. So. Kann man dann da noch durch? Ja, maybe, maybe not. Ist jetzt aber auch dann nicht so schlimm. So, dann haben wir da einmal die Hände stehen. Stellen wir die jetzt zweimal dahin. Lebenhände. Braucht man die zweimal? Was bringen die denn im Verkauf? 225. Also, ich verkaufe die einmal. Omelette ist in die Jahre gekommen. Das ist mir nämlich irgendwie zu blöd. Also zweimal das gleiche Objekt. Weiß ich nicht, muss er jetzt auch nicht, ja? So, die Kleine liegt ebenfalls schon im Bett. Okay, der geht's an für sich. Guck mal, geh nochmal schnell Pipi machen. Und du müsstest eigentlich, es ist schon recht spät, ne? Aber ist egal, du machst danach bitte noch deine Hausaufgaben. Ich habe da jetzt gar nicht richtig drauf geachtet. Da kann dir ja dein Papa ein bisschen bei helfen. Weil der ist, glaube ich, noch relativ fit. Sind die alle noch gut? Jawohl. Dann packen wir die in den Kühlschrank. Sehr schön, die geben wir Kayla. Sehr gut. So, wenn die Kleine jetzt wieder hier am Start... Wo gehst du hin, Hausaufgaben machen? Ach, du bist... Ach Gottchen, ist das süß. Ist das süß. Dann geh mal schnell ihr bei den Hausaufgaben helfen. Ich finde es irgendwie schön, ne? Die chillen alle irgendwie einfach alle immer gemeinsam irgendwo rum. Ist denen egal, weißt du? Ich finde das toll. Sehr gut. Gehen Sie doch bitte nochmal auf Toilette, Frau Lavina. Und danach kannst du Zähne putzen gehen. Alles seine Ordnung hier. Und dann kann sie schlafen gehen. So, die kann sich dann schon mal hinlegen. Während die zwei Hübschen hier noch Hausaufgaben machen. Hausaufgaben fertig, siehst du? So schnell geht das. Du gehst jetzt auf Toilette und schlafen. Und du, Schätzekin, ganz schnell in die Kiste. Ganz, ganz schnell. Ganz schnell. Sehr gut. Also das nächste Mal werden wir auf jeden Fall ja dann... Wieso geht die jetzt da? Alle mit dem Baden, Leute. Ach, ist mir recht. Ist mir recht. Aber danach gehst du bitte schlafen. Es ist mitten in der Nacht. Nee. Nee. Schlafen. It's a disaster, Leute. So, haben wir hier die Lichter? Müssen wir nochmal auch alle automatische Lichter machen. Dankeschön. Gute Nacht. Es war grauenhaft. Ja, toll. Also, Landleben läuft auf jeden Fall. Lass mich gerade mal auf die schlaue Liste gucken. Und zwar... Das ist die falsche, das ist die richtige Liste. Wir brauchen 3 Schlafzimmer haben wir, 2 Badezimmer haben wir, Küche und Esszimmer haben wir. Ist ein großer Raum, aber ich würde sagen, fair enough, haben wir. Wohnzimmer, Büro mit mindestens einem Computer, einen Garten mit Pool. Okay, wir brauchen einen Pool. Heiraten und Großmutter werden. Also geheiratet sind wir schon. Das heißt, wir brauchen den Pool und wir müssen Großmutter werden. Level 10 der Karriere erreichen und bei Selbstständigkeit 100.000 Geschäftsbudget. Okay, das heißt, unser Café müssen wir auf jeden Fall noch vorantreiben. Und das Bestreben vervollständigen, auch für den Partner. Wow. Und Haushalt sollte 100.000 wert sein und 200.000 Haushaltsbudget. Also ich glaube, der Wert des Hauses haut schon hin. Die Zimmeranzahl haben wir. Haben wir. Und das heißt, wir müssen eigentlich nur noch unser Business ausbauen, die Bestreben vollenden, Großmutter werden. Nur noch, ne? Ihr hört, was sie alles aufzählt. Und ja, läuft auf jeden Fall bei uns. Es läuft. Aber hey, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg, würde ich behaupten. Guck mal, Lavina kriegt mal einen Staubsauger. Die kann jetzt was futtern und dann kann die auf jeden Fall... Guck mal, das geben wir alles Kayla. Dann kann sie auf jeden Fall hier die Hütte staubsaugen. Und das da kriegt Raoul. So, er muss jetzt auf jeden Fall am nächsten Tag... arbeiten. Hallo, da sind wir schon. Was hast du denn da? Romantik ein bisschen stressig. Raoul ist nicht so sehr an Romantik gewöhnt und deswegen stresst es ihn manchmal. Okay, feel you, feel you. Ach, jetzt geht es ihm so schlecht. Dann nimm dir mal Reste. So kann er jetzt... Ah, jetzt kann er es ausräumen. Ist okay. Ist okay, ist okay, ist okay. Können Sie danach bitte das Haus staubsaugen, Miss Lavina? Dankeschön. Wer ruft bei Kayla an? Ich bin zu langsam. Nein, passt noch.
Kaffee trinken. Nee, danke. Wir haben selbst übrigens eins zu eröffnen. Demnächst. Also, das heißt, ich würde sagen, im nächsten Part gehen wir das Thema Kaffee an. Wir haben 19.680. Ist jetzt nicht super dick, aber müsste an für sich reichen. Müsste reichen. Zumindest, um es mal grob einzurichten. Raoul geht zum Floristen. Okay, pass mal auf. Ah, das ist das mit dieser verrückten Pflanze, ne? Hm. Ich sag, wir füttern die. Er fühlt sich dann unwohl, aber er so... Snugs ist älter geworden. Er ist jetzt ein älterer Kater. Du wirst feststellen, dass er jetzt häufiger schläft, weniger auf Möbel springt und häufiger krank ist. Warte, noch häufiger? Bitte nicht. Snugs, bleibt noch ein paar gute Tage. Also verbringe Zeit mit ihm, bevor es Zeit ist, Abschied zu nehmen. Okay, Snugs, kommen Sie mal hier. Ich finde es ja schon irgendwie süß, dass er ein Seniorhund, ein Seniorkaninchen ist, ne? Ist auch schon ein bisschen süß. Oh mein Gott, lass dich angucken. Warte. Oh mein Gott, guck mal, wie süß er aussieht als Senior. Wie süß er. Aber ich möchte ihm trotzdem das Verjüngungshäppchen geben, oder? Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht, weil er sieht so süß aus. Wie viele Tage hat er denn jetzt noch? Man weiß es nicht, ne? Och mein Gott, er ist so ein Schnuggel. Jetzt weiß ich nicht. Ach, ich weiß nicht. Ob. Jetzt weiß ich nicht, ob ich ihn verjüngen soll oder nicht, weil ich finde, er ist so süß als älterer Kater. Er ist so süß. Tue ich mich schwer. Ihr dürft mal gerne in die Kommentare schreiben. Wir haben das Häppchen ja noch. Ich würde es jetzt in diesem Part noch nicht sozusagen einlösen. Ihr könnt mitentscheiden, ob ihr sagt, hey, okay, wir lassen ihn nochmal. Ich weiß halt nicht, ob er dann eine ganze Stufe jünger wird oder ob er einfach nur ein paar Tage sozusagen gewinnt. Das weiß ich halt nicht, weil als Senior finde ich ihn schon toll und würde es auch begrüßen, wenn er einfach Senior bleibt. Aber ich weiß halt nicht, ob ich ihn jetzt wieder jünger machen will. Ich finde, das eigentlich ist es der Lauf der Dinge, ne, wisst ihr? So, sie hat ihr Lieblingsspielzeug verloren. Dann spiel mit einem anderen. So, ihr geht's gut. Sie bräuchte was zu futtern. Ja, genau, sie nimmt sich das schon. Das ist doch schon mal sehr gut. Wie geht's Lavina? Der geht's auch gut. Nimm doch hier nochmal die Reste, bitte. Und er ist bei der Arbeit. Erhöht die Arbeitsleistung und Fitness. Dann mach das mal. Ach ja. Nee, also da tue ich mich jetzt schwer. Wir holen ja dann jetzt auch bald den Hund für Gwen, wenn sie dann zum Preteen wird. Und ich weiß nicht, ich glaube, das ist mir genug, Leute. Ich glaube, das ist mir echt genug. Ja. Ja, das ist mir genug. Und dabei würde ich auch den Part jetzt an der Stelle schon belassen. Wir haben heute echt wieder so einiges geschafft. Wir haben jetzt eine Kuh, unseren Tierchen geht's gut, Kayla hat einen Job vermiest, aber hey! Und in der nächsten Folge werden wir dann auf jeden Fall uns ums Café kümmern. So, vielleicht machen wir das Café, wobei ich glaube, das werden wir nicht schaffen. Mal gucken, ob wir das Café eventuell im Stream machen. Das weiß ich aber noch nicht. Das müssen wir mal gucken, ob wir das im Stream machen oder nicht. Schauen wir einfach mal. Weil eigentlich, es steht ja, eingerichtet ist es relativ flott. Das kann ich auch als Zeitraffer eigentlich hier ganz normal ins LP integrieren. Das müsste eigentlich passen, so von der Zeit her. Ich glaube, wir machen es normal im LP. Und wenn dann halt irgendwie, sag ich mal, so eine Folge ist, wo wir halt mit dem Café ein bisschen hustlen wollen, dann machen wir das vielleicht mal im Stream. Genau, so viel dazu. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie euch der Part gefallen hat. Gebt dem Video super gerne ein Däumchen nach oben und wir sehen uns dann hier das nächste Mal im Landhausleben. Ciao!